Wenn in Zukunft Landwirte statt regionale und gesunde Lebensmittel zu produzieren, dann von ihnen vollständig in CO2-Gärtner transformiert werden, dann wird das mit dem Essen zunehmend schwierig. In Ihrer Studie vom Hof auf den Tisch heißt es wortwörtlich, ein Beispiel für ein neues grünes Geschäftsmodell ist die CO2-Bindung durch Land- und Forstwirte. Und so drangsalieren Sie die, die bisher zuverlässig für unsere Ernährung gesorgt haben, mit immer mehr Bürokratie und völlig abseitigen Auflagen wie die pauschale Reduktion vom Pflanzenschutz um 50% bis 2030 bis hin zum kompletten Verbot in sogenannten sensiblen Gebieten. In einer zeitgleich von Ihnen veröffentlichten Verordnung Wiederherstellung der Natur wollen Sie Landwirte enteignen, indem Sie durch Quoten verpflichtet werden, ehemalige Torfmoorflächen wieder zu vernässen. Und für nächstes Jahr haben Sie bereits angekündigt, den Düngemitteleinsatz noch einmal um 20% per Gesetz reduzieren zu wollen. Mit dieser Agrarpolitik, die den Namen nicht verdient, geht uns absehbar das Essen aus. Eine Studie schätzt, dass bis 2040 von den ehemals 15 Millionen Bauernhöfen EU-weit nur noch kümmerliche 3,6 Millionen bleiben, dahingerafft von zu viel grünem Unsinn. Deshalb widmet man sich nun den Essenden und ihrer Umerziehung. Nicht ihrer Information, nein, ihrer Umerziehung. Fleischkonsum ist schlecht, Zucker, Salz und Schokolade sowieso. Weshalb unbedingt die Werbung für Lebensmittel, die Ihnen nicht in den Kram passen, verboten oder mindestens reglementiert werden muss. Das Lebensmittelverzehrsmuster soll sich ändern, damit das Klima gerettet werden kann. Nachdem nun auch der Ministerrat der EU klar gemacht hat, dass ihre Folgenabschätzung mehr als unzureichend ist, sollten Sie, und das ist auch unsere Forderung, Ihre Pflanzenschutzverordnung zurückziehen und komplett neu überarbeiten. Vielen Dank.